Bruder, die sehen einfach alle gleich aus und der eine hat seinen Kopf in der Wand, Digga. Und jetzt tut der so, als würde den keiner sehen. Bruder, habt ihr Junggesellenabschied oder warum seht ihr alle gleich aus? Die Schuhe sind new. Die Schuhe sind new. Ja, scheiß auf deine Schuhe, Alter. Die sehen aus wie Scheiße. Digga, was sucht der in der Wand mit seinem Kopf? Guck mal, jetzt guckt er unten in die Kamera und denkt, er ist der Gangster hier. Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Inni und herzlich willkommen zum nächsten GTA Vice City Let's Play. Ja, Freunde, heute geht's weiter mit der nächsten Folge. Wir sind gerade auf dem Weg, die Immobilien hier zu sammeln, zu kaufen. Aber wir haben ein riesen Problem. Soll ich sagen, welches? Wir haben nur 22.000 Dollar und wir brauchen, wenn wir diese Filmstudios und so alles kaufen wollen, brauchen wir 70.000, dann nochmal 60.000. Wo soll ich das Geld auftreiben, Leute? Soll ich eine Bank ausrauben oder was? Ich weiß nur, an diesen Unternehmen kann man jeweils irgendwie bis zu 10.000 Dollar einsammeln, weil diese Unternehmen uns Geld bringen. Und so müssen wir das jetzt irgendwie machen. Und ja, wir sind auf jeden Fall kurz vor der 10. Folge. Also morgen oder übermorgen kommt Folge Nummer 10. Und da ist ja Ritual immer ein Stunden-Special. Ich guck mal, vielleicht mache ich auch das Finale für übermorgen. Dann kommt morgen keine Folge. Dann kommt dann übermorgen ein Big Cock-Finale. Ein BBC-Finale. Können wir ja mal gucken. Gestern kam leider keine Folge. Ich habe gesagt, ich gebe mein Bestes, jeden Tag Vice City zu bringen. Aber wenn es mal nicht klappt, Freunde, dann klappt es nicht. Weil ich habe auch gestern, wie gesagt, ein Kollege hatte Geburtstag gehabt von mir, mit dem ich schon sehr lange befreundet bin. Und deswegen waren wir da ein bisschen länger geblieben. Und ich wollte jetzt nicht so unhöflich sein und sagen, ja, ey, ich muss jetzt hier noch das und jenes machen. Deswegen dachte ich mal, komm, einen Tag Pause gestern. Und ja, wir machen weiter. Und ihr habt gesagt, ich soll diese Phil Cassidy-Mission machen. Mal gucken, was da so abgeht. Ich kann mich irgendwie gar nicht dran erinnern, Alter. Was waren das für Missionen in diesem komischen Wohnwagen hier? Oder keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie an Geld drankommen. Schreibt mir in die Kommentare, wie komme ich an Geld dran in diesem Spiel, Alter. Soll ich jetzt Eisenverkäufer werden oder was? Meine Güte. Aber wir können beim Malibu Club sammeln. Der Waffenschieber. Kennt ihr noch die Schieberbrüder? Phil, run! Was ist denn jetzt los? Alter! Never get a naked slave too close to one of Phil Cassidy's moonshine steals. Shit, Phil. Drink that stuff? Hell, you don't have to drink it. Digga, was ist das für ein Gorilla, der Typ? Come on! Listen, Phil, you said you could fix me up with some air power. Sure thing. There's some Mexican gun runner been doing me for business of late. He does his weekly run about now. Hey, ram his hardware off the back of his trucks before he goes to ground. And you'd be doing me a favor while you're at it. Then finish him off. Wir brauchen auf jeden Fall Missionen, die gut Geld bringen. Wir haben auf der Karte auf jeden Fall noch die Mission, ramme die Waffen von den Ladeflächen der Schieber. Junge, Alter. Okay, gut. Dann würde ich sagen, okay, let's go. Ah, bam, let's go. Und jetzt schlag die Kiste kaputt und nimm die Waffe. Wie soll ich die Kiste kaputt schlagen? Boah, da ist eine coole Waffe drin. Warte mal, nimm mal die Waffe hier. Aussteigen, gib Waffe. Hola, que tal. Okay, Waffe Nummer Uno haben wir. Ihr meintet irgendwas, es war hier eine Mission bei diesem Phil Cassidy. Es sind nur zwei Missionen. Aber ich soll an irgendeiner wohl voll verzweifelt sein damals. Ach, so ein Gelaber, Digga. Ich doch nicht. Digga. Schießt der Schwanz auf meinen Wagen. Warte mal, ich mach mal kurz Action hier. Nein, nein, nein. Egal, das ist gut. Das ist eigentlich gut. Die Kiste geht kaputt. Bumm. So. Der Waffen, ja, schlag die Kiste kaputt, nimm die Waffe. Wo ist die Waffe denn? Ach, die Pistole ist die Waffe. Ja, easy. Ja, gut, okay, gut, weiter geht's. Überall Polizei ist hier. Jetzt müssen wir noch zu den anderen fahren. Ich hoffe, der gibt gut Kohle, der Typ, weil... Wie soll ich denn an 70.000 Dollar kommen für diese Scheiße? Ey! Bruder, lass mich da... Was wollt ihr alle von... Ich kann nicht aufstehen! Ey! Mein Leben. Ey, verpisst was, man fahrt nämlich alle, diese Wichser! Hallo! Ey! Junge, was passiert hier schon wieder? Gib mir die Scheiße hier, hallo! Und jemand ist Bock, der Bulle, sag mal, wir pissen sich, wir pissen da, Alter. Mal Platz hier. Ja, Digga, was verfolgen die mich die ganze Zeit? Nur weil ich von den Kollegen die Waffen geklaut hab. Ich bin einer von euch, ich hab denselben Wagen, ihr Schweine. Ah ja, könnt ihr sehen, Leute, Rille Peter war beim Friseur. Moment. Der gar nicht gesehen. Guck mal kurz, Pause.
Hier, was sagt er dazu, Chat? Super Übergang, oder? Guck mal hier. Zack. Zack. Hat Yasin Abi gute Arbeit geleistet, oder? Super Frisur wieder der Rillepeter am Start. Ich will gar nichts mehr hören hier. Du musst mal zum Friseur. Du musst mal zum Friseur. Leute, super Frisur hier. Okay, da hinten sind die. Müssen jetzt wieder rammen. Eins, zwei. Und Hadouken. Und der andere auch noch Hadouken. Ja, geil. Digga, verpiss dich. Ich will die Waffe da haben, Mann. Dann gehen die mir alle auf den Sack, Alter. Ich hier Waffeneintreiber oder was? Zack, nimm die Waffe. Guck dir mal den Lelek an. Was ein Lelek. Sieht aus wie Bryan Adams. Ey. Oh, wir müssen noch den einen holen jetzt. Komm. Aber unser der Wagen lässt sich nicht mehr lenken, weil ich einen Platten habe. Nein, Polizei auch noch wieder einge... Da kommt dann die Polizei um die Ecke zu drinnen, zu reden, zu... Oder, guck mal, ich drück alles nach rechts, was ich habe, ne? Er braucht einfach 10 Jahre. Wir müssen jetzt einmal richtig dick rammen und dann ist vorbei. Eins, zwei, Hadouken! Ey! Warte mal. Nein, nicht auf den. Ja, 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 genau so. Der, du kleiner Wichser, verpiss dich. Ich brauch die Waffe, ich brauch die Waffe. Ja, nein! Nein! Nein, nein, steig ein! Halt daher noch 5 Leben! Um, jetzt erledige die restlichen Waffenschieber. Digga, halt's Maul, wie soll ich das denn jetzt noch machen? Ich hab kein Leben mehr. Polizei rennt hinterher. Junge, 2 Sterne auch noch hier am Start. Okay, den hab ich, der eine hab ich, einen hab ich. Weg hier, weg hier. Oder was passiert hier? Auf einmal kommen alle, was ist das hier, Mann? Ey, mein Auto brennt. Nein! Nein, Alter! Was ist das denn für eine Drecksmission? Waffenschieber! Ich weiß auf jeden Fall, man muss die alle umbringen. Und deswegen, mein ist einfach mein Ding. Ich baller deren Autos einfach alle kaputt. Ist scheißegal, Alter. So, ich habe keine Munition mehr. Egal, die 2 Waffen liegen hier. Zack, die nehme ich mir jetzt mal. Genüsslich. Zack. Ey, ey, sag mir nicht, das war die Mission, wo ich damals verzweifelt bin, Digga. Phil Cassidy, du kleiner... You never raise me. You never love me. Saluten. Ja, mein Gott, ich hab die Beine getroffen. Oh mein Gott, die Waffen sind runtergefallen. Jawohl, einen habe ich schon mal. Das heißt, den müssen wir gleich safe nicht töten. Wo wir da auf mich zurennen. Dieser kleine City, Alter. Jawohl, alle Autos gehen kaputt. Ich überfahre die direkt. Ey, das war ein super Start hier. Bisher ein super Start, Freunde. Super Start bisher, Freunde. Sehen dann ein Zentren VIP? Halt die Fresse, Alter. Ein Zentren VIP? Guck mal, eine Massenkarambolage nennt man sowas. Ja, wie komme ich an die Ketten? Zack. So, sie haben anscheinend Verstärkung gerufen. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Verstärkung ist da. Nein. Verpiss dich, du Bulle. Verpiss dich. Verpiss dich, du Hundesohn. Verpiss dich! Oh mein Gott. Ey, hätte der mich jetzt gefangen genommen, ne? Oder was ist das denn für eine Drecksmission, Alter? Richtige Kackmission ist das hier, Mann. Ey, wir müssten jetzt irgendwie... Also zwei Leute habe ich ja getötet. Das sind jetzt die letzten 2. Wenn ich die habe, dann müsste es eigentlich vorbei sein. Ich habe keine Waffen, ne? Ich kann nicht ballern. Ich muss erstmal die Kisten kaputt machen. Zack, 1. Kiste 1 habe ich. Nimm die direkt mal. Ey, die überfahren mich gleich. Ich muss aufpassen hier, Alter. So, ich kann eigentlich direkt auch seinen Schwanzwagen kaputt machen. Hier, warte mal. Ja, warum explodiert sein scheiß Wagen nicht? Warum explodiert sein scheiß Wagen nicht? Ach, geil. Ach, geil. Hallo. Ey, der steigt nicht aus. Digga, was für Bonus 100? Welcher Hund schießt denn hier die ganze Zeit auf mich? Okay, nimm die Munition. Zack. Ja, genau so, Digga. Ich pack mir jetzt den Wagen. Oh shit, jetzt geht's ab hier. Warum ist der Wagen platt, Alter? Gib mir mal dein scheiß Motorrad. Nein! Polizei! Weg, 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 weg. Ich brauche ein Motorrad. Ey, Bruder, diese scheiß Polizei gibt mir so auf den Sack. Junge! Da ist ein Motorrad. Verpiss dich, verpiss dich. Ja, 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 ja. Nimm das. Nimm das. Nein, nein, nein. Ey, Bruder, ich schwöre alles. Ich hab keinen Bock mehr. Auch wenn die Folge heute 10 Minuten geht, ist mir scheißegal, Digga. Die können sich sowas von den Arsch lecken, Alter. You'll never raise me.
CJ! Halt die Fresse! Und nochmal. Amena! Hier hab ich euch beide gebumst, hä? Mein Gott, wie gut das schießen kann von da oben. Hier, du Schwanz, Alter. So, nimm mir jetzt die Kack. Oh, sag mir nicht, ich hab nur einen bekommen. Ich hab nur einen bekommen, Digga. Ich hab nur einen bekommen. Hier, verreck. Verreck, du Wichser. Verreck. Verreck. Verreck, du Bon Jovi, Alter. Verreck. So, okay. Wir müssen weitermachen jetzt. Aber das kann doch nicht wahr sein, dass wir in einer verdammten Drecksmission hier so verzweifeln, Alter. Was ist das denn für eine Scheiße hier, ey? The Dingus. Ba-ba-ba-ba-ba. Ey, du kleiner Hundesohn. Ey, komm wieder auf mich drauf, guck. Penner, Wichser. Und das? Ey, was schluckt er denn? Bonus 100, Alter. Bonuspunkte. Digga, ist auch mal ein Hinterreifen platt. Woher kommen diese Schwänze alle her? Verpiss dich. Ey, lass mich in Ruhe. Lass mich wieder überfahren. Zentren, VIP. Hier, du Hund, Alter. Ey. Ich darf alles, er schießt nicht. Fahr, du Hundesohn, fahr! Mein Leben! Ich hab zwei Leben! Digga, ich hab zwei Leben, ich brauch unbedingt ein Auto. Ich brauch ein Auto. Spring runter, rein da. Zwei Leben. Schnell rein da, Bruder, ich hab zwei Leben. Ey, guck mal, dieser Bon Jovi mich da verfolgt die ganze Zeit, der Sibi. Ey, wie sollen wir das denn schaffen? Zentral, Downtown. Ach du Scheiße, Digga. Wir dürfen nicht aussteigen. Wir dürfen nicht aussteigen. You never race me! Ey. Keiner Hund, Alter. Ich muss aber aussteigen. Zentral Downtown. Rein und rein. Boah, war das knapp. Der ist fast an mir vorbeigefahren. Hilfe. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Wie sollen wir denn diese Mission schaffen, Digga? Ich verzweifle. Jawohl, Kiste. Guck mal, da kommen die ein, die kommen schon wieder. Nein. Du Hundesohn! Steig doch ein, du Bastard! Ey, du Tommy Vercetti, du Vollidiot, Alter. Nein, das war's. Du verdammter Bon Jovi, Alter, ich fick dich. Bon Jovi, Alter, verpiss dich. Steig ein. Ja, es hat geklappt. Ich muss noch eine scheiß Waffe aufheben, sehe ich gerade. Ja, super. Aussteigen. Waffe nehmen, einsteigen. Nein. Oder. Ja, wie schnell rennt dieser verdammte Wichser auf einmal? Ach, geil, wie soll ich die denn jetzt alle. Wir haben eigentlich gut Munition, dass wir gar nicht aussteigen müssen, theoretisch. Komm. Ja, komm. Nein, Alter, wie kann man denn so einfach rausgezogen werden? Was guckt dieser Schwanzlutscher mich so an, Digga? Ja. Es ist einfach ein Hut. Von für. You never race me. So, von hinten jetzt, ihr Schweine. Und jetzt, Ey, wie können die mir jedes Mal, ne? Jedes verdammte Mal hauen die mir meine scheiß Wichser hier. Verpiss dich. Jawohl, geh fliegen, du Hund, Alter. Geht fliegen, Alter. So, heb jetzt die scheiß Waffen hier auf. Jawohl. Zack. Auto einsteigen. Rein da. Wieder rumschreien, ja. Oh mein Gott, nein. Aussteigen. Heide, jalla, heide. Renn doch, du Hundesohn! Ey, fuck der mich ab, Alter. Lass mich rein. Boah, guckt euch das mal an, Alter. Wie ich den einen gerade in den Tod geschickt habe. Ey, Leute, Mann, hier passiert so viel Scheiße wieder. Es passiert einfach so viel verdammte Scheiße. Warte mal, biegt der links ab? Boah, ich werde den so einen mitgeben. Ey, biegt auch. Ja, komm, ja. Ey, wie kann dieser scheiß Wagen überleben? Niemals. Ey, diese Bon Jovis, die rennen so schnell, Alter. Ey, ihr kleinen. Ich störe meine Mutter, ne? Ich raste gleich komplett aus, ne? So. Und jetzt? Was ist Aufgabe? Erledige die restlichen Waffenschieber. Okay, komm. Wow, 12 Schüsse haben wir noch. Oh mein Gott, Zeichen, Freunde. Guck mal, wo wir sind. Ey, nein, er zieht mich genau raus, wo der Wagen explodiert. Was, ich hab überlebt? Ich kann nicht aufstehen, steh auf. Nein! Junge, steh doch auf. Du. Oh.
Mann! Ey Mann, genau vom Abonation Shop, Alter! Ich fick mein Leben, Alter! Ich schwör auf alles, Freunde. Ich schwör auf meinen linken Hoden. Das ist mein letzter Versuch, bevor ich nicht selber zum Abonation Shop gehe. Sag ich euch so, wie es ist. Danach werde ich zum Ammunition Shop gehen, ich werde mir Raketenwerfer holen und ich werde deren Mütter auseinandernehmen. Ist mir scheißegal, Alter. So, gib mir jetzt die scheiß Waffe, die... Order some food! Der verhaftet mich und die sagt, es war Order some food! Ich schwör auf alles, ich gehe jetzt zum Ammunition Shop und werde mir Raketenwerfer holen ohne Ende und werde denen die hinten reinstecken. You never, baby! Ey, Junge! Ey! Es ist mein eigener Wagen im Weg. Ich schwör auf alles, Digga. Spring da rein. Guck jetzt. Guckt euch jetzt an. Guckt euch jetzt an. Hallo? Ich will Waffen kaufen, du Schwanz. Ja, nein, nein. Sag mir nicht, es gibt keine Raketenwerfer hier. Hä? Wieso kann man keine Raketenwerfer hier kaufen? Ey, die wollen mich doch verarschen, ne? Ja, ich muss jetzt MP kaufen. Ja, geil. Ich habe kein Geld mehr, ne? Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen, die Tage. Mit den scheiß Druckerei und so eine Kacke, ne? Ach, komm. Dieses verdammte Dreckspiel. Ich schwör auf alles, es ist einfach nur Dreck. Das Spiel ist pures Dreck. Ich habe nur noch 14.000 Dollar. Ich hatte doch vorhin 20.000, oder nicht? Hey. Ja, die ganzen Bon Jovis sind wieder da. Ja, explodier. Super. Geil, jetzt habe ich diese Hartz-IV-Waffe aufgenommen. Aber wenigstens noch die Munition davon, okay. Ja, ihr Bon Jovis, verpisst euch, Alter. Ja, komm an die Polizei. Was hab ich denn gemacht, Officer? Was hab ich gemacht, du? Was hab ich gemacht? Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich hab echt keinen Bock mehr, Digga. Ich hab einfach keinen Nerv mehr. Ich schwör auf alles, ich hab keinen Nerv mehr. Ja, und Polizei kommt wieder. Herr Officer! Weil der kriegt eine Beförderung dafür, dass er so, was er hier macht. Er kriegt eine Beförderung. Du dreckiger... Hier, du kleiner Schwanz. Schieß dir in die Fresse. Wo ist der scheiß Bulle? Hier. Ey. Kleiner. Wichser, Alter. Was denkst du, wer du bist, dass du mich überfahren kannst, hä? Hier. Boah, ist ja mal so eine geile Waffe. Das wusste ich gar nicht. Die nimmt dir alles hops. In 10.10.10.10. Okay. Hier wurden sie alle hops genommen. Ich werde jetzt mit der Pumpgun hops nehmen. Ist mir scheißegal. You never race me. Patschi. Warum brennt mein verdammter Wagen? Ich bleib jetzt einfach hier stehen. Ist schlau. Ey, ich hab gedacht, ich bleib da stehen, damit sein Wagen auch hochgejagt und er fährt rückwärts und er fährt mich. Bruder, was passiert dir, Alter? Ich lutsch gleich mein Mikrofon ein. Ah, ah! Ah, da ist ein Food! Deine Mutter bestellt Food. Ist natürlich jetzt schlau, auf dem Motorrad gegen die zu fahren. Jawohl, das wird jetzt das Schlauste sein, was ich machen konnte. Jawohl. Stark. Das war eine super Idee. Ey, ich hab's trotzdem geschafft. Warum explodiert der Wagen nicht? Ey, wie viele extra Runden will dieser Schwanz denn noch drehen da? Ey. 52 Leben wieder. Ja, und weit und breit kein Auto auf einmal. Kein einziges Auto. Und der Bon Jovi kommt da hinten wieder angefahren. Ey, schießt auf den Bon Jovi! Jawohl, hat der einen Headshot kassiert, Alter. Gib mir jetzt das scheiß Taxi, Alter. Ein Zentralnazatrainer. Oh, wieder Bon Jovi ist am Start, Alter. Ah. Ja, ich krieg die Krise, Alter. Ich krieg die Krise. Komm, bitte. Es muss jetzt irgendwie klappen, Alter. Bitte. Nur noch der eine da hinten. Und dann müssen wir die restlichen töten. Das war's. Komm schon, warte. Ich ramme den jetzt erstmal weg. Ey, ich ramme den doch. Warum? Ja, klar. Guck mal, mein Auto ist halb unter der Brücke drunter. Jawohl. Stark. Ey, guck dir diesen Bon Jovi wieder an. Guck dir diesen scheiß verdammten Bon Jovi wieder an. Ja, mein Wagen brennt. Stark. Stark. Mein Wagen brennt. Ja. Ich schwör auf meine Mutter, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Die können mir jetzt alle ganz fette. Diese kleinen. Ach, Mann, Alter. Oh, das ist am Food! Guck mal, diese kleine. Eine Wichser haut dir die ganze Zeit ab. Diese eine Wichser haut die ganze Zeit ab. Der verdammte Wichser, Alter. Sein scheiß Wagen explodiert nicht. Egal, wisst ihr, was ich jetzt mache? Nimm doch die Waffe. Ich hab da die Waffe. So, ihr Schwänze, Alter. Jetzt könnt ihr alle Schwänze lutschen. Euch gegenseitig. Gegenseitig könnt ihr eure Schwänze lutschen. Was passiert hier?
Ey, wieder 35 Leben, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Es kann doch nicht wahr sein. Oder mein ganzes Leben ist wieder am Arsch. Ey, verpiss dich, Alter, du Schwanz. Zu denen deine Fresse rein, ey. Ja, geil, Alter. Jawohl, du mal, dieses Auto ist das beste Auto ever. Ja, guck mal jetzt. Ja! Ey, ist mir scheißegal, ich fahr jetzt zum Ammunition Shop, Alter. You never race me! Ah, hier. Guck mal, wie der auf meinen Wagen ballert. Dieser kleine Schwanzlutscher auf meinen Wagen ballert. Ist mir egal. Ich fahr jetzt zum Ammunition Shop. Ihr könnt mir die Eier lecken. Er ist nämlich direkt hier. Steig aus. So. Sogar mit einem brennenden Auto gehen wir zum Ammunition. Digga. Ey, ich kann nichts kaufen. Ey, Bruder, ich kann nichts kaufen. Der Händler ist tot. Der Händler ist tot. Ich kann nichts kaufen. Ey, ich fass es nicht, bei Gott. Ey. Ich fass es nicht. Der Händler ist tot. Ey, ich schwör auf alles. Das haben wir noch nie erlebt. Das ist wieder heute neuer Rekord. Sowas, ey, ich kann nicht mal beim Ammunition Shop Waffen kaufen. Warte mal, vielleicht lebt er jetzt wieder, bitte. Er lebt nicht mehr, er ist tot. Und wie soll ich hier rauskommen? Ey, Bruder, ich fass es nicht, ne? Ich fass es nicht. Ich hab sowas noch nie erlebt, ne? Und das ist am Fuß! Komm, heide Jalla, heide Jalla. Hier, du Polizist. Ey, das kann nicht wahr sein. Ich kann nichts im Ammunition Shop kaufen. Das ist eine neue Rekordfolge. Ach, hier liegt die Waffe noch. Komm. Downtown. Fressen beim Downtown, Alter. So, einer nur noch. Digga, der Typ vom Ammunition Shop ist gestorben, weil draußen Explosionen waren. Ich schwöre, ich komme darauf immer noch nicht klar, ne? Ich komme darauf immer noch nicht klar, Alter. Diese Bon Jovis jagen mich immer noch hier, Alter. Ja, lieber einen neuen Song aufnehmen, du Schwanz. Boah, die Polizei geht mir am meisten auf den Sack, ne? Die geht mir so auf den Sack, die Polizei hier gerade. Aha, guck mal, wenn wir da haben. Ja, die Polizei, ja, arbeitet mit denen zusammen. Ihr seid doch korrupt. Korrupt seid ihr. Ja, dann macht wieder meinen Wagen kaputt. Er macht wieder meinen Wagen kaputt. Und wieder Bon Jovi hier. Ja, mein Wagen. Mein Wagen. Mein Wagen. Oder... Ja, nur noch die restlichen töten, komm. Jawohl. Boah, steh auf und halt deine Fresse. Da ist nur noch einer. Es ist nur noch einer da. Nein, nur noch einer. Das ist der letzte. Schieß. Ja, nein. Ey, ich habe keine Muni mehr. Doch, schieß. Schieß. Ja, explodier. Nein, ich darf nicht sterben. Explodier, du Hundesohn. Ja, meine Fresse, Alter. Was, eine verfickte Drecksmission? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Und dafür haben wir jetzt nur $2,000 bekommen. $2,000. Ey, Bruder, ich fass es nicht, Alter. Ich fass es nicht. Tommy, it's Phil. Now cut out all the reminiscing crap and listen to me. You hear? Good. I got me some extra strength moonshine. Nearing fermentation time, and I was wondering if you'd fancy having a shot. Seriously, Tommy, if you like a drink, or if you need halt a drink, deine Fresse, paint, this stuff will make a man out of you. Wahnsinn. Turn it out of me, even though I can't see out of one eye. I'll be waiting for you. You hear? Ja komm, wir machen noch eine Mission bei 5 Kästchen, dann sind wir fertig. Eure Aufgabe ist es, mir reinzuschreiben, was muss ich machen, um viel Geld zu bekommen und was muss ich machen... Ach, scheiß drauf, Digga. Ich brauche $70,000, ich habe 26.000. Es gibt nicht mal einen Geldcheat. Mit Liebe würde ich mir Geld ercheaten. Es gibt keinen Geldcheat in Y-City, Alter. Wie habe ich das denn damals gemacht? Das kann doch nicht wahr sein, ne? Also, was hier heute wieder für eine Scheiße passiert, ey. Also in einer Mission hange ich jetzt locker 40 Minuten, ey. Ich bin schon 40 Minuten auf. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, Alter. TNT-Whisky. Hey, Phil. How's it going? Hey, Tommy! Hey, hey Tommy! Halt die Fresse! I swear you should lay off that boomshine, man. It smells like paint stripper. It's make my eyes burn. Shh, Tommy. Shish kebab. Hey, come over here because there's some shit I want to show you.
Sharp shit. Oof, God, should I be able to smell that from way over here? Don't you worry about the smell, Tommy. You just watch this. Shitty, cheap bandage or something. There's some more on the bench. Junge, hoffentlich leckt er sich jetzt selber hoch, der Schwein, Alter. Ist das ein Idiot, ey. Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, der ist selber umgebracht, Digga. Wahnsinn. Bring Phil ins Krankenhaus. Ja, wieso wackelt alles hier so? Ja, wieso wackelt alles so? Bin ich Rille oder was ist das hier? Ey, Bruder, ihr wackelt alles. Ey. Was geht denn jetzt ab? Watch out. Charlie in the tree line. Oh mein Gott. Digga, als ob CJ jetzt auch davon, CJ sag ich schon, als ob Tommy jetzt auch davon so komisch dingens ist. Junge, ich fahr grad echt gut, Digga, wie ein Profi fahr ich. You never race me! So, da ist das Krankenhaus. Junge, ist das ein Idiot, dieser Tommy, Alter. So, dieser Phil, meine ich. Was ein Vollidiot, Alter. Sprengt das hoch, direkt daneben und jagt sich direkt mit den Rücken auf, ey. Was ein Idiot. Ja, oha, guck mal, sein Arm ist weg. Digga, sein Arm ist einfach komplett weg. Alter. Der aus dem Polenböller. Phil-Missionen erfüllt. Oha, wir haben voll viel Waffen. Bei Phil gibt es neue Waffen zu kaufen. Wie zu kaufen, Digga? Warum nicht zu schenken, der kleine Schwanz? Und da ist mein Raketenwerfer, den ich gebraucht hätte. Wow, $4,000. Was soll ich jetzt machen mit $30,000? Was soll ich jetzt machen mit $30,000, Digga? Es kann doch nicht wahr sein, Digga. Es kann nicht wahr sein, ey. Telefon! Tommy, it's Phil. I want to thank you for helping me out back here, son. Damn Charlie, you'll always ambush you somewhere or the other. Anyway, the wound is healing well, and it means I'll no longer be defrauding the government on my disability check. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir speichern hier an dieser Stelle. Ihr könnt mal sagen, was machen wir jetzt am besten, um weiterzukommen? Also, ich weiß, wir haben auf der Karte noch diesen Eisfabrikladen. Wir haben unsere Villa, wo wir Geld sammeln können. Wir haben den Malibu-Club. Da können wir auch nochmal Geld eintreiben. Und wir müssen jetzt noch irgendwie das Filmstudio kaufen, was 70.000 kostet und irgendwie irgendwas anderes noch. Ihr habt es mir alles gesagt. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr im Kopf, was es war. Aber es sind viele, viele Dinger. Gelddruckerei, Filmstudio, Pole Position Club und die Bofwerb müsstest du noch machen. Und die Missionen dazu, ja. Vielleicht kaufen wir irgendwo was, wo wir da auch Missionen machen können und Geld bekommen. Ich weiß es nicht. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vielleicht machen wir es so, dass übermorgen dann das große Finale kommt. Dann wird es ein dickes 1-Stunden-, 1,5-Stunden-Special. Können wir auch gerne machen. Darauf hätte ich auch Bock. Ja. Und dann würde ich sagen, Ernesto Valverde verabschiedet sich. Digga, Wahnsinn, was das für eine Folge heute war, Alter. Ich gehe kaputt. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Tschüss.